So, Leute, Sascha Unsympathisch hat hochgeladen. Ah, ne, es war Inscope. Ich habe mich mir jemals hier ein Inscope-Video angeschaut, Alter. Habe ich mir jemals hier ein Inscope-Video angeschaut? Dekin hat mir Videoclips rausgesagt und ich habe mir doch noch nie hier ein Inscope-Video reingezogen. Ja, schauen wir mal, Alter. Gucken wir mal. Kann ja nur unangenehm werden. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Dann fahre ich also weiter und weiter und BOOM! ...geeignet. Perfekt. Wird Zeit für ein neues Intro. Guten Morgen, guten Mittag oder auch... Ich sitze hier und ich sitze hier. Nee, ich reg mich da nicht drüber auf. Es hat mich auch total kalt gelassen, sei jetzt aber mal... Im Retrospektiv betrachtet... Ganz ehrlich, Leute, ich kenne ja Nico schon ultra lange. Und das Ding ist, wenn man sich wirklich jetzt mal die Videos anschaut, ja, und sich dabei denken würde, er würde gerade kein Video aufnehmen, sondern er würde einfach so sein als Person, dann muss man einfach sagen, und da werdet ihr mir alle zustimmen, dieser junge Mann wirkt wirklich komplett schizophren. Also das muss man sich mal reinführen, Alter. Das muss man sich selber reinführen in den Arsch, Alter. Ich glaube, dass dieser Mann wirklich komplett schizophren ist. Aber genau das macht ihn zu dieser Person, die ich sehr gerne mag, nämlich Inscope 21 privat, letzter Bastard. Ein Ambiente kann man eigentlich kaum darauf zünden, dass gestern so eine Aktion passiert ist. Ich war unterwegs, okay, müsst euch überlegen, dort vor Ort gewesen, viele Kollegen getroffen aus alter Vergangenheit, unter anderem auch Exwell. Ich gehe hin, Exwell, wir begrüßen uns, dies, das. Im späteren Verlauf des Abends sehe ich irgendwo aus der Entfernung, Exwell setzt zum Sprint an. Ich denke schon so, holy shit, Digga, der sprintet durch die Menge, tackelt einen von der Seite komplett weg und fatzt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Der Typ dachte sich wahrscheinlich auch einfach nur so. Jeder, das ist sein. Auch Betty Taube gestern getroffen, tatsächlich zum ersten. Ich verstehe den Zusammenhang tatsächlich einfach bei Nicos Videos manchmal nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich Anekdoten aus seinem Leben sind oder nicht. Das Video ist von gestern. Vorgestern war Red Bull Soundclash. Ja, es kann gut sein, dass er Betty Traube und Axel getroffen hat. Ja, doch, wahrscheinlich beim Red Bull Soundclash. Ich weiß aber manchmal nicht, ob das alles wirklich passiert ist oder ob das alles nur in seinem Kopf stattfindet. Ich kann das nicht genau deuten, Alter. Erstmal mit Betty Taube gestern geredet und ich muss sagen, es war ein entspanntes Gespräch. Wir haben uns über Deutschrap unterhalten und ich hätte niemals gedacht, dass Betty Taube so aktiv Deutschrap verfolgt. Das ist ein Spaß. Es geht aber eigentlich heute nicht um das Event, sondern um die Ankunft zum Event. Ja? Ich war unterwegs gewesen mit Sascha. Und man denkt sich ja im ersten Moment, unterwegs mit Sascha, da kann eigentlich nichts schieflaufen. Da habe ich mir also so einen Rap bestellt mit so einem mega krümeligem Inhalt. Ich habe also Tüte genommen, das Sandwich hier gehabt, Licht innen an, okay? Mhm. Ich fahre so Auto. Bist du mir crop? Rechts noch Polizei angehalten. Mhm. Und was machen sie? Ich check's mir gerade einen runter, per VR-Brille im Auto, mal lecker verstehen. Dann also wen juckt's? Sascha, guter Dinge, Doc, guck mal, ich hab hier rechts für dich einen mega geilen Parkplatz. Und ich war schon so, alter Sascha, Mann, auf den Typen ist einfach Verlass. Ich fahr also rechts ein und ich denk schon so, meine Güte, die Straße ist aber ziemlich asozial dunkel gewesen. Irgendwie hab ich schon ein leicht komisches Bedrängnis bei der Sache bekommen. Weil ich fühle mich sehr, Alter, wenn man mit seinem Auto, was natürlich dann auch mal gerne... Ja, Leute, wir fahren alle sehr teure Autos, wir sind alle extrem reich, wir haben uns das alles aufgebaut, ja. Ganz ehrlich... Wer kein Auto über 100.000 fährt, ist für mich Schmutz, das muss ich so einfach mal sagen. Jedenfalls, wenn man halt so ein Auto fährt, dann hat man natürlich zwischendurch immer mal wieder Angst, dass so ein Auto auch kaputt geht. Fühle ich bei ihm sehr. Gerade Nico ist, glaube ich, ganz groß im Felgenbusiness, ganz klar. Ich dachte, sag mal, das ist aber eine komische Straße hier. Ich habe gedacht, gut, Sascha, auf den Typen ist doch Verlass. Ich fahre also weiter, eingelenkt, wie immer noch Innenlicht an. Ich sehe kaum die Straße. Ich denke, sag mal, was ist denn das für eine komische Einfahrt? Dann safe, es war die Felge. Fahre ich also weiter und weiter und BOOM! Alter Junge, fucking Inscope again. Back at it again. Inscope 21, meine Damen und Herren. Der Mann, der es schafft, das VIP-Leasing so sehr zu nutzen, dass Mercedes-Benz irgendwann pleite gehen wird. Danke dafür, Nico. Dankeschön. Aber ganz ehrlich, das kann halt viel zu leicht passieren, Alter, bei diesen Karren. Die sind so krank breit und krank gebaut, Alter. Ja, Leute, da fährt man gerne mal was rein. Das ist kein Problem. Was soll das? Ich probiere gerade zu realisieren, ob das ein Traum gerade gewesen ist. Ich gucke nach rechts zu Sascha. Ich sehe den Typen, der sitzt so da. Und das Einzige, was ich mir in der Situation gedacht habe, war einfach nur... Da ist sie wieder, die Schizophrenie. Schizophrenie. Ich wollte gerade Schizophrenität sagen. Perfekt. Ist denn das ein total schade, Leute?
Kfz. Vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal für die präferierte Auswahl des Parkplatzes. Viele fragen sich ja auch, musst du deinen Führerschein überhaupt noch abgeben? Ja, glaube, ich muss den jetzt bald abgeben. Dann ist ja gut, immerhin hat er es geschafft, bevor er seinen Führerschein abgibt, nochmal ein Auto zu zerstören. Perfekt. Wollte eigentlich noch den Winter umgehen. Naja gut, bei minus 10 Grad mit dem Fahrrad. Bei Schnee und Wetter hat auch irgendwie was. Oder so ähnlich. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Fahrradding, Alter, wir hatten ja letzte Woche Geburtstag gefeiert. Und Nico war auch da. Übrigens, Shoutout Nico an die Damen, die du da mitgebracht hast. Da möchte ich nochmal ganz kurz nachhören. Was sollte das? Jedenfalls finde ich es sehr stark, dass Nico auch diese Fahrradkette mit diesem silbernen Fahrrad auch im Privaten trägt. Also er lebt den Fahrrad-Lifestyle und ich kann mich wirklich nur darauf freuen, wenn Nico seinen ersten Jan-Ulrich-Absturz hat und vollkommen zugecrackt auf Heroin eine Prostituierte zusammenschlägt. Wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Sascha, dann probiert überhaupt gar keinen Vorwurf zu machen. Ich meine, ich habe dann zu ihm gesagt, Sascha... Das ist deine Schuld. Es ist doch nur ein 200k-Wagen. Ich bin reich! Nee, er hat das dann auch direkt eingesehen. Sascha hat sich überhaupt nicht zu Schuld anerkannt und gesagt, du Digga, du hättest einfach besser auf die Straße gucken müssen. Absolut richtig. Schäm dich. Schäm dich. Ganz genau. Nächstes Mal, wenn irgendwo in nächster Nähe ein Gefälle sein sollte, Sascha, würde ich dir einfach kurzerhand empfehlen. Du, Sascha, park doch im 90-Grad-Gefälle. Du hast doch einen Geländewagen, ja? Ob ich das Ganze hier witzig finde oder nicht, ich sag's dir morgen. Den Rest vom Abend habe ich mir gedacht, gut, ich drehe da einfach ein Video drüber. Ich hoffe, die Leute lassen den Daumen in der linken Stirnhöhle implodieren. Ich hoffe, die Leute abonnieren den Channel, weil ich sonst meine Monats... Seht ihr das InScope mittlerweile leicht... Bro, Alter, was ist da mit deinen Augen los? Holy shit. Miete nicht mehr zahlen kann. Und unterm Strich hoffe ich dann einfach, dass Sascha sich den Rest seines Lebens verpisst. Das ist ein Spaß. Tolles Video, extrem geile Geschichte, Nico.